Der Arbeitgeberpräsident Dulger fordert sofortigen Stopp vom Rentenpaket 2. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich hatte es ja schon in einem Video am 7.04.2024 mitgeteilt, dass der Verbraucherschützer Axel Kleinlein, Versicherungsmathematiker, die sogenannte Aktienrente, das Generationenkapital, für eine Mogelpackung hält. Sie ist nichts anderes als eine Schuldenrente. Und nun schlägt sogar noch der Arbeitgeberpräsident Dulger oben eins drauf und fordert den sofortigen Stopp vom Rentenpaket 2. Hinter dem Rentenpaket 2 verbirgt sich nichts anderes als das Festzurren der sogenannten Haltelinie 2, also des Rentenniveaus auf 48% über das Jahr 2025 hinaus, was richtig teuer werden wird, aber auch die Einführung dieser sogenannten Aktienrente, das Generationenkapital. Ja, und ich zeige Ihnen einfach mal, was da in der Zeit online geschrieben steht. Der Arbeitgeberpräsident fordert Stopp vom Rentenpaket 2. Rainer Dulger hält das gesamte Rentenpaket für das teuerste Sozialgesetz des Jahrhunderts. Die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, naja, was anderes kann man auch nicht von ihr erwarten, macht sich da wohl weniger Sorgen. Aber letzten Endes ist das immer nur ein Blick auf die aktuelle Kassenlage der gesetzlichen Rentenversicherung. Da sieht es ja aktuell, das muss man wirklich sagen, unstreitig sehr, sehr gut aus. Die Nachhaltigkeitsrücklage ist richtig dick und fett. Aber schauen wir in die Zukunft und da sieht es eben nicht mehr dick und fett aus. Und sämtliche Annahmen auch der Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung beziehen sich ja immer nur auf den deutschen Arbeitsmarkt, aber nicht auf die Vorhersagen, was passieren wird, wenn wir immer weniger Arbeitskräfte haben, die in das Rentensystem einzahlen. Und das ist unstreitig so der Fall. Die werden auch nicht mehr kompensiert durch den Zuzug von Menschen in das System hinein, zum Beispiel aus dem Ausland, zum Beispiel über gezielte Einwanderung, kann man das nicht mehr kompensieren. Arbeitgeberpräsident Dulger hat das geplante Rentenpaket kritisiert und die Bundesregierung zu einem Stopp des Vorhabens aufgefordert. Es macht ihn fassungslos, wie der Bundesarbeitsminister Heil nochmal richtig massiv die Rentenausgaben erhöhen wird, obwohl wir den größten Alterungsschub sehen, den es jemals in Deutschland gegeben hat. Mich macht es persönlich fassungslos, dass Hubertus Heil, Finanzminister Lindner und auch federführend als Verantwortlicher letzten Endes der Bundeskanzler hier in einer Art und Weise uns veralbern wollen, was die Aktienrente anbetrifft, wo ich mir schlicht und ergreifend sage, wie kann eine fremdfinanzierte Aktienrente, ein fremdfinanziertes Generationenkapital ohne hochriskante Anlagegeschäfte überhaupt funktionieren? Wie kann das überhaupt funktionieren, dass solche Anlagegeschäfte letzten Endes Renditen wirklich in der gewünschten Art erwirtschaftet werden? Das sind ja alles nur Annahmen und da fordere ich Hubertus Heil, dem Finanzminister Lindner und Kanzler Scholz auf, bitte in dem Gesetzesvorhaben oder in dem Gesetzesentwurf ihre persönliche Haftung dafür auch mit reinzunehmen. Die sollen bitte schön dort reinschreiben, dass sie für den Totalausfall dann haften, denn nämlich das Geld, was dort fremdfinanziert aufgenommen wird, das sind versicherten Gelder, die über institutionelle Anleger letzten Endes in dieses Vorhaben hinein investiert werden. Und es sind möglicherweise auch Gelder, die der Staat letzten Endes hier zur Verfügung stellen muss. Denn der Staat haftet nämlich dann für die Zinsen, die letzten Endes aus diesen Rechtsgeschäften, aus diesen Anleihegeschäften her resultieren. Jeder vernünftige Mensch sagt, ich kann nicht mit Schulden über Aktiengeschäfte Renditen erwirtschaften. Das macht kein normaler Mensch. Das hatten wir vor 30 Jahren und das ist voll in die Hose gegangen. Meine Damen und Herren, der Dulger geht noch eins weiter und sagt, das Rentenpaket 2 wäre in der Umsetzung oder bei einer Umsetzung das teuerste Sozialgesetz des Jahrhunderts. Aus seiner Sicht wäre es unfair und ungerecht, in den nächsten 20 Jahren 500 Milliarden Euro mehr für die Rente auszugeben. Im Referentenentwurf zum sogenannten Rentenniveau Stabilisierungs- und Generationenkapitalgesetz rechnet die Bundesregierung
sogar mit Rentenausgaben im Jahr 2045 von 802 Milliarden Euro. Das ist der blanke Wahnsinn, meine Damen und Herren. Da hält die Präsidentin der deutschen Rentenversicherung dagegen, die Frau Rosbach. Aktuell ist die Rentenversicherung finanziell gut aufgestellt. Ja, Frau Rosbach, aktuell interessiert mich überhaupt nicht, sondern wir müssen den Blick nach vorne werfen und da können wir nicht uns sozusagen immer wieder das Rosarote vom Himmel runter erzählen und sagen, es ist alles jetzt ganz toll und wir haben jetzt noch einen guten Arbeitsmarkt und wir haben jetzt auch 5% mehr Beitragseinnahmen. Nein, wir müssen gucken, was passiert in der Zukunft und da sind alle Vorhersagen so, dass wir letzten Endes Riesenprobleme bekommen werden. Und deshalb, meine Damen und Herren, kann ich nur sagen, hören Sie bitte mal nicht nur auf sich, Frau Rosbach und Herr Dulger und Herr Lindner und Herr Heil und vor allen Dingen Kanzler Scholz, sondern hören Sie bitte mal auf das Volk. Das Volk sagt in einer aktuellen Umfrage, 84% befragt, ist eine repräsentative Umfrage des Umfrageinstituts INSA im Auftrag der Bild-Zeitung, dass 84% der Befragten sagen, wir brauchen eine Rentenversicherung, in die alle einzahlen. Beamte, Politiker, Selbstständige, so wie ich. Ich zahle übrigens auch schon in die gesetzliche Rentenkasse ein. Freiwillig, wohlgemerkt, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, auch an Frau Rosbach noch zu sagen, die Erwerbstätigenquote der Frauen ist zwar gestiegen, aber sie ist noch lange nicht so ausreichend gestiegen, dass wir die Probleme, die demografiebedingten Probleme in der gesetzlichen Rente damit bewältigen können. Das ist Kaffeesatzleserei. Wir wünschen uns natürlich auch gerade für die Frauen nach der Kindererziehung wieder in den Einstieg in einen Vollzeitjob. Dann bräuchte man natürlich auch Kindererziehungsplätze. Aber alles das funktioniert in Deutschland nicht. Meine Damen und Herren, ich sehe es auch so wie Dulger. Dieses Rentenpaket 2 ist eine Mogelpackung. Sie ist teuer. Und sie führt aber letzten Endes nicht dazu, dass die Probleme, die generellen Probleme, die strukturellen Probleme in der Rentenversicherung gelöst werden. Nein, sie werden einfach nur auf andere Generationen verschoben. Mehr ist es eigentlich letzten Endes nicht. Was wir bräuchten in Deutschland, ist wirklich eine richtige, echte Erwerbstätigenversicherung, um damit zumindest erstmal einen Anfang zu haben, damit wir dann weitergehen können und gegebenenfalls auch uns über andere Modelle einigen, dass man dann zum Beispiel sagt, dass wir ein echtes Generationenkapital aufbauen, wo der Staat mit einer Stiftung oder wie auch immer gearteten Institution des öffentlichen Rechts Gelder in gesicherte Fonds anlegt und dort entsprechende Renditen erwirtschaftet, die aber dann eben nicht fremdfinanziert sind, sondern wo ich als gesetzlich Rentenversicherter von meinem Vermögen Geld einzahle, was dann aber letzten Endes auch vom Zahlbetrag her als Rückzahlbetrag auch garantiert werden muss. So muss es sein und so kann man es letzten Endes auch organisieren. Andere Länder zeigen uns, wie das gehen kann. Näheres, meine Damen und Herren, zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.